Güterliche Einigung. Und damit herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Trains in World 3, der Danny spielt das. Wir werden heute mal meinen, Sie müssen einen Personenzug nach Bremen übernehmen. Allerdings gibt es da einen Haken. So, und wie sieht der aus? Ein Güterzug aus Prag gekommen wird Sie auf der Strecke von Hude an begleiten. Ah ja. So, dann werden wir das natürlich mal im Auge behalten. Bin aber als erstes mal die Türen entriegeln. Und B aus. An, meine ich. Liefer an. Und dann werden wir losfahren. Auf geht's. Wir können uns natürlich befreien. Aber das mit den Lichtern, das verstehe ich echt noch nicht so ganz, würde ich sagen. So. Nächste Station, Wüsting. Die müssten jetzt langsam mal hochgehen hier, die Schranken, oder? Wie sehe ich das? Wir waren schon lange unten. Vielleicht kommt doch noch was. Da, es kommt noch ein Güterzug. Daran nichts. Okay, nichts gesagt. Oh, 13.11 sollen wir in Wüsting sein.
So, jetzt bist du es auch. Genau. Ja. Wunderschön. An der Baureihe 425. Aber wenn ihr wisst, wie ich an der Lok hinten die Schlusslichter anbekomme, sagt mir gerne Bescheid. Schreibt es gerne in die Kommentare, weil ich weiß es leider nicht. Muss ich dafür in die Lok klettern oder kann ich das vom Steuerbein aus? Ich würde es wirklich gerne wissen. So. Ich finde, mit dem Steuerwagen kann man besser bremsen als mit der Lok. Aber das ist meine Meinung. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber für meine Begriffe ist das hier angenehmer. So, ziemlich pünktlich, würde ich sagen. Wunderschön. Da wären wir in Wüsting. Bin aber gespannt, ob die sich gleich auch automatisch schließen. Tatsächlich nicht. Und die manuell schließen. Ja, dann ist das halt so. Ne, nächste Station. Hude! Moment mal, ich will was gucken. So, jetzt kommt Hude. Ja. Gut. Dann können wir loslegen. Habt ihr das gesehen? Wie früher, wenn der Schaffner noch in die Tür stand, obwohl der Zug schon fuhr und geschaut hat, ob alles okay ist am Bahnsteig. Genauso war es hier gerade. Die Tür ging dann zuletzt zu. Also richtig, wirklich an alles gedacht, muss man echt sagen. Schön.
immer schön mit Spitzen, mit Fingerspitzengefühl aufschalten. Weil die 110 hat das nicht so gerne, wenn man da zu schnell ist. Weil die Elektronik muss ja erstmal nachsteuern auf die Fahrstufe, die man angewählt hat. Das dauert natürlich seinen Moment. So, wir nähen uns Hude. Schön. Aber was mir schon aufgefallen ist, normalerweise dürfen die N-Bahn ja nur maximal 140 fahren. Ich bin aber jetzt schon mal 150. Das ist ein bisschen unrealistisch, finde ich. Ach, ich war zu schnell, war das Problem. Das war mein Problem. Ich war zu schnell. Naja, dann sind wir halt eine Minute zu spät. Ich kann es jetzt auch nicht mehr ändern.
Bitte versuchen Sie trotz der Unterbrechungen durch den Güterverkehr den Fahrplan einzuhalten. Ja, wenn wir nicht durch Zwangsen gebremst werden, werde ich das natürlich sehr gerne versuchen. So. Nächste Station, Burgholzberg. Aber gleich schon wieder rot. Gleich schon wieder rot. Jetzt haben wir wieder grün. Bin gespannt, wie es weitergeht. So, es scheint erstmal wieder keine Störung vorhanden zu sein. Das Burgholzberg. Errungenschaft, Bro, let me entertain you. Sehr schön. Eine Errungenschaft freigeschaltet. Das gefällt mir doch.
So, das haben wir pünktlich geschafft. Das ist sehr, sehr schön. So, können wir uns hier mal ein bisschen umschauen. So, warum ist unser Ziel schon wieder weg? Ich auch nicht. Wunderschöne Innenwagen. Aber ich würde sagen, bevor wir hier weiterfahren bis Bremen, würde ich sagen, wir machen hier einen Cut. Ich danke euch bis hierher fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Bleibt gesund, bleibt mir treu, passt auf euch auf. Ciao, Servus und Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer der Danny spielt das. Macht's gut, haut rein. Ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, macht's gut. Bye. Bye.